Hallo liebe Filmfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video hier auf meinem Kanal Andis Kinoblog. Ja, ich habe euch ja versprochen, beziehungsweise hatte ja angekündigt, dass ich nochmal ein neues Video mache. Denn ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, dass ich noch ein Disneyland Unboxing machen möchte, weil ich noch eine Statue bestellt habe und ihr könnt sie auch sehen. Nur leider hat sich der Versand etwas verzögert und ich habe wirklich gedacht, dass es noch am Montag kommt, aber nun gut, jetzt ist es Dienstag. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber ich möchte es nun nachholen. Ja, der ein oder andere, der meinen Kanal verfolgt, hat ja beim letzten Mal schon mitbekommen, als ich mein großes Disneyland XXL Unboxing gemacht habe, dass ich einige Sachen aus der Reihe von oder aus der Designreihe von Kevin und Jody geunboxed habe. Und hier kam jetzt vor einigen Wochen ein weiteres exklusives Modell, was es nur in Disneyland Paris gibt. Wie ihr hier sehen könnt, ist es das Sleeping Beauty Castle Schloss, also das Disneyland Paris Schloss. Und das ist rausgekommen. Und man muss halt bei diesen Exklusivfiguren immer an den Tagen, wenn die verkauft werden, im Disneyland vor Ort sein und diese in den gewissen Stores kaufen. Also man kann die auch nicht online bestellen, außer natürlich bei irgendwelchen Resellern. Aber davon wollen wir ja gar nicht reden, weil die Leute ja absolut bekloppt sind. Und die verkaufen die Dinger jetzt schon für 4, 5, 6, 7, 800 Euro. Genauso wie das Phantom Manor House, was ich euch vorgestellt habe. Aber der reine Verkaufspreis von diesem Schloss oder von diesen Modellen in der Größe liegt bei 249 Euro. Und es muss natürlich an dem Tag auch jemand vor Ort sein, denn die Dinger sind innerhalb von mehreren Stunden, teilweise auch ja, 10, 20, 30 Minuten für den Tag ausverkauft. Und wenn man am nächsten Tag wieder nach Hause fährt oder am selben Tag noch und es werden nur an dem Tag 300, 400 Stück rausgehauen, und dann am nächsten Tag wieder und man ist dann nicht vor Ort, hat man Pech gehabt und man geht leer aus. Aber ich habe ein sehr, sehr gut funktionierendes Netzwerk und da muss ich nochmal an den Mitbringer bzw. Mitbringerin vielen lieben Dank sagen, dass ihr immer wirklich für mich da seid und mir solche Sachen mitbringt, wenn ich sie order oder ja, viele sind halt sehr oft im Disneyland Paris und wenn sie nur zum Einkaufen gehen ins Disney Village, Leute fahren dahin einfach, kaufen ihren Merchandise-Kram ein. Man muss dann nicht unbedingt in den Park gehen, aber ja, es ist halt dann so. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt das Hintergrundlüftergeräusch nicht so stark. Ich weiß es jetzt nicht. Ich bin gerade einen 3D-Druck noch am Machen und habe den 3D-Drucker jetzt aufgrund, weil ich jetzt das Video mache, pausiert. Man hört jetzt einfach nur noch das Lüftergeräusch statt auch diese ganzen Bewegungen. Bitte entschuldigt, falls es jetzt im Video etwas lauter rüberkommt mit dem Lüftergeräusch. Ich kann es jetzt nicht ändern. Da müssen wir jetzt durch. Ich genauso wie ihr auch, aber es ist jetzt nicht änderbar. Ja, ihr seht, dass dieses Schloss in einem wunderbaren Karton wiedergekommen ist. Hier haben wir den Deckel. Ich habe ihn aufgemacht, weil sonst passt er von der Größe einfach nicht in das Ausschnittsbild hier von der Kamera. Sonst müsste ich noch weiter zurückrutschen. Das geht jetzt einfach aus organisatorischen Gründen nicht, weil hinter mir auch der 3D-Drucker auf dem Tisch steht. Mein kleiner Raum hier, wo ich meine Unboxings mache, der ist nicht wirklich groß und deswegen habe ich ein bisschen Platzprobleme. Ich nehme das Schloss jetzt einfach mal raus und ihr seht auch, wenn ich es jetzt hier hinstelle, den Hintergrund von der Verpackung ist natürlich alles hier in Samt gepackt, ne? Und innen drin, ja, man kann es fühlen, ist das in Styropor bedeckt. Ich tue einmal kurz den Karton auf Seite, damit wir mal das Schloss ein bisschen vom Namen sehen können. Ich werde auch einmal kurz ein bisschen rumzoomen und mal euch zeigen von oben, wie das Schloss denn aussieht. So, jetzt ist es so, dass bei diesen Modellen natürlich, die sind alle, ja, ich sage handgemacht in China, werden die wohl hergestellt und dies entsprechend gibt es auch mal leichte schiefe Türme. Ich habe dem Mitbringer schon gesagt, bitte darauf achten, es gibt wohl wirklich ganz, ganz krasse Unterschiede bei diesen Modellen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt hier ein Schweineglück hatte, weil ich hier relativ gerade Türme drauf habe.
Aber das ist bei den meisten Modellen in dieser Kategorie leider so. Entweder werden die zusammengeklebt oder in einem Guss. Ich habe keine Ahnung, aber sie werden auf jeden Fall handbemalt. Ja, und ihr könnt halt jetzt sehen, dass teilweise, ja, hier dieser Turm, der ist etwas schief. Hier oben ist auch so eine Art Luftblase drin, schätze ich. Ich weiß es nicht, ob es gewollt ist, ob es dazugehört, aber ja, nun gut. Man muss halt bei diesen Massenprodukten, die dann rauskommen, gewisse Abstriche machen. Was mir wichtig war, ist, dass der Hauptturm und die anderen Türme, sie sind wirklich relativ gerade. Ich habe da schon viel, viel Schlimmeres gesehen oder Leute mir Bilder zugeschickt haben, die noch schlimmere Sachen bekommen haben. Und deswegen darf ich hier nicht meckern. Diejenige, die mir das mitgebracht hat, hat auch mehrfach gesagt, dass sie zwei, drei andere Modelle noch sehen möchte und hat dann ausgesucht, welches am besten ist. Und das ist hierbei rausgekommen. Und ich muss echt sagen, das ist absolut in Ordnung. Ich bin hellauf begeistert und sehr, sehr schön. So, ich zeige euch jetzt das Schloss auch mal von hinten. Ja, und ich bin wirklich, ich bin begeistert. Ich finde es cool als Disneyland Paris Fan. Ja, hier der Turm ist natürlich, ihr seht es auch, extrem schief, aber man sieht ihn nicht, weil er wird nachher, und hier das Türmchen auch, also man muss echt aufpassen. Das ist, es ist leider so, ne? Da kann man jetzt nicht großartig meckern. Das ist, ich weiß nicht, ob das, das ist so eine Art Kunstharz, ich habe keine Ahnung. Die sind halt alle so, ne? Jetzt sieht man das hier auch. Aber wie gesagt, wenn man es von vorne stehen sieht, ist es absolut in Ordnung und so wird es ja auch sein. So, ich werde das einmal noch hier rum oder umlegen, damit ihr auch seht, was auf dem Deckel steht. Wir haben natürlich hier so vier Moosgummis zum Abstellen. Das war ja bei dem anderen Schloss oder beziehungsweise bei dem Phantom Manor House auch so. Ja, ihr könnt natürlich hier das in Französisch, Le Château, das Château ist ja das Schloss, de la Belle au Bois Dormant, keine Ahnung, ich kann kein Französisch, ist mir auch scheißegal, braucht man jetzt auch nicht zu verbessern. Wer Französisch kann, weiß, was es heißt. Es ist das Sleeping Beauty Castle Schloss oder Cinderella. Ja, und Artwork bei Kevin und Jody, das ist halt so. Und da, wie ich sagte, made in China, ne? Und Disneyland Paris, ja. Und wie gesagt, dieses Schloss kann man only nur in Disneyland Paris kaufen, wenn man es zu einem normalen Preis haben möchte. Oder halt, ja, es gibt vielleicht noch den ein oder anderen eBay-Seller, der das vielleicht noch für 3 oder 350 anbietet. Aber das würde ich persönlich schon mal nicht ausgeben dafür. Ist mir definitiv zu teuer. Und daher bin ich froh, dass mir jemand dieses Schloss mitgebracht hat zu dem regulären Preis. Ich bin auch der Meinung, dass die 249 Euro schon ein Batzen Geld dafür ist. Und da muss man sich das überlegen. Aber ich wollte eigentlich die Kevin und Jody Collection komplett zusammen haben. Es kommt jetzt noch was raus, aber ob ich das jetzt kaufe, weiß ich noch nicht. Es ist auch eher eine Sache, die es nicht mehr im Disneyland Paris gibt, eine etwas ältere, glaube ich, und viele können damit auch gar nichts mehr anfangen. Ich weiß jetzt auch den aktuellen Namen nicht, es ist so eine Roboterstatue, Orbitron, glaube ich, hieß es, oder ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ich habe da noch was gesehen, aber ja, das hat mich jetzt nicht so interessiert, weil mich das auch nicht wirklich ja, tangiert hat, das Ganze. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's von meinem Video. Ich hoffe, euch gefällt das Schloss und ja, wer halt wirklich ein Disneyland Paris Fan ist oder überhaupt ein Disneyland Themenpark Fan, für den ist das Optimale und für den ist es auch wirklich sehr, sehr cool. Da kann ich ganz klar sagen, den obligatorischen Daumen hoch von Andys Kinoblog, weil das Schloss cool ist. Preis-Leistungs-Verhältnis ist eher so, ja, im Mittelmaß. Aber nun mal, solche Sachen kosten halt Geld und wenn man sie haben will, gibt man das Geld auch aus. Ja, ich sage von meiner Seite Tschüss, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Seid sicher, es wird diese Woche vielleicht noch eins kommen, denn ich habe noch ein paar Sachen auf Lager, die ich gerne noch mit euch teilen möchte. Aber wann das jetzt kommt, weiß ich noch nicht und ja.
In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erstmal bis zu meinem nächsten Video. Bleibt gesund, haut rein. Euer Andi von Andis Kinoblog. Macht's gut und einen schönen Tag euch. Bis dann. Ciao.